Hallihallöchen und willkommen zurück zu einem weiteren Part. Mein Name ist Glado86 und wir spielen das Spiel Let It Die. Genau hier sind wir im letzten Part stehen geblieben. Und von hier aus machen wir weiter. Das heißt, ich suche nach wie vor die orangene Treppe, die uns nach oben führt. Und ich hoffe, dort ist dann quasi ein Aufzug, weil da müsste ein Aufzug sein, weil da ist der Boss. Sehr wahrscheinlich bei 30. So, was haben wir, was wir noch anziehen können? Also ich sehe, die Rüstung hält auf jeden Fall noch so viel aus. Das ist ziemlich geil. Den können wir anziehen, aber der ist eigentlich richtig scheiße, weil ich den gar nicht trainiert habe. Ansonsten haben wir soweit nur noch die Machete. Na, ich hoffe, ich komme hier durch. Zumindest bis zum Orangenen. Mal gucken, was hier so lauert. Okay, das ist natürlich schon mal blöd. Enge Passagen sind niemals gut. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Von hinten, komm. Nein, du Pisser. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Aber auch noch. Nein. Nein, was ist denn los? Okay, wir machen das ganz anders. Ja, perfekt. Zuerst mal diesen. Nein, der schlägt ja voll schnell. Was ist denn da los? Der war doch auch mal damit langsamer. Oh, ich bin so froh, dass ich diese Ausrüstung abgegradet habe, weil sonst wären wir, weiß ich nicht, schon längst tot. Weil die einfach wahrscheinlich so viel Damage hier machen. Das ist echt krass. So, Scorpion, die nehme ich mal mit. So, dieser Pilz ist einfach nur göttlich. Der ist echt richtig gut. Kann man immer wieder gut verwenden. Ja, jetzt finde ich Eisenbolzen. Ich habe auch wirklich Eisenbolzen gefarmt, weil diese Rüstung, die hat so viel Eisenbolzen verbraucht beim Upgrade. Und das ist einfach der Hammer. Das ist einfach der Hammer, was die verbraucht hat. Okay, komm her, du Penner. Boah, wie viel die mittlerweile aushalten. Das ist der Hammer. Ja, schlag durch selbst die Rübe ein. So, wie funktioniert denn der? Der schlägt von oben, oder? Ah, genau. Aber der macht so wenig Damage. Der macht so wenig Damage. Oh, aber der ist schnell. Na gut, jetzt nehme ich mal die Machete. Oder doch, was anderes. Ja. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Ich weiß, die wollen nur spielen, aber nee. Ja, ich muss irgendwie die Waffen noch demnächst upgraden. Ich meine, Ausrüstung habe ich jetzt eine gute, aber ich habe scheiß Waffen. Das muss ich sagen, weil Machete ist gerade mal auf plus 3. Also da muss ich definitiv noch was machen demnächst. Das heißt, spezifisch auf die Waffenfarm. Oder ich muss halt immer mit so einem 50 plus Damage, wie so ein Pilz hier rumlaufen und Schaden machen wie sonst noch was. Wer schreit da? Wo ist da was? Wo ist eine Bitch? Ah, da hängt einer fest. Oder hat eine Kralle. Im Prinzip gar nicht mal so schlecht, weil der kann mich vergiften, dann werde ich auch geheilt. So, jetzt muss schön abstechen. Ich wollte schon sagen, warum steht auf einmal wieder auf? Was ist ein Kasper? So, liegt hin, Schlafenszeit. Jetzt kann ich nicht mal treten. Na gut. Ja, und die Faust muss bei mir auch noch trainiert werden. Die habe ich auch soweit noch nicht trainiert. Also was heißt nicht trainiert? Ich benutze sie halt einfach selten. Ich weiß nicht. Ich benutze immer Waffen, wenn ich Waffen benutzen kann. Und halt nicht die Faust. Oh. Haben wir einen Hirnpilz? Ja. Wobei das aber ein billiger wahrscheinlich ist. Ja, die machen wir so kalt.
Ja, man sieht also, die Faust kann auf jeden Fall noch ausgebaut werden, weil die noch nicht so stark ist. Ja, es geht, aber geht auch besser. Dass da noch ein Pisser rauskommt. Oh, dich fist dich jetzt mal sowas von weg, ja? Ist jetzt so egal. Du wirst jetzt weggefistet. Solange er nicht blockt, kann ich den immer wieder weiter fisten. Aber wenn er blockt, dann sollte ich aufhören mit dem Fisten. Hast jetzt aber gedacht, du Penner. Okay, also die halten wirklich sehr viel aus. Ich muss da definitiv was an meinen Waffen schrauben. Ja, vielleicht gibt es ja auch später nach dem Boss schon wieder neue Area. Wo man noch bessere Sachen bekommt. Ja, ich denke mal schon. Ah, okay, haben wir die Gegner. Jetzt finde ich voll viel Eisenbolzen. Das hätte ich früher gebraucht, wirklich. Das hätte ich echt früher gebraucht. Und die Gegner sollen mal Waffen droppen. Ach, das sind ja schon MK4. Das sind ja neue. Ist mir gar nicht jetzt... Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. So ein Baseballschläger ist schon mal ganz gut. Wo ist mein Baseballschläger? So. Oder da unten will er so Beef. Na, komm mal her. Oha, was die ausreichen. Nee, ich glaube, der Schläger ist einfach nur schlecht. Der Schläger ist einfach nur Rotz. Wie? Ich bin doch ausgewichen. Was ziehst du ab? Ist das so unnormal? Was ist das denn? Warum trifft er? Normalerweise hat er nie getroffen. Er hat wirklich nie getroffen dadurch. Ja, okay, man merkt, das sind echt die Verbesserten. Das sind die krassen Fucker hier. Hier auf perfekt. Da muss man gestört sein, um das auf perfekt zu machen. Das geht niemals. Das geht echt niemals. Wie soll das gehen? Das ist perfekt. Ich bitte euch. Also auf jeden Fall, hier kommen die neuen MK4. Das heißt, da gibt es bestimmt auch wieder Quest, tötet so viel und so viel von diesen Viechern. Von den Knollen und Schwebeknollen und wie sie alle heißen. Das werden wir da wahrscheinlich dann auch demnächst in Angriff nehmen. Aber Quest ist halt immer hier so eine Sache. Die sind, ja, meistens töte jenes und dieses und so weiter und so fort. Ja, ich habe mich halt wirklich sehr, sehr konzentriert drauf, meine Rüstung abzugraden. Und jetzt brauche ich auf jeden Fall Waffe upgraden. Boah, wie wenig ich abziehe, das ist ja unnormal. Okay, das geht nicht. Ja, so viel muss ich normal abziehen. Also, die können ausweichen, seit wann das denn? Also diese MK4-Teile, die sind ja richtig getuned worden. Sprich, die haben, ja... Okay, ist auf jeden Fall nochmal eine Stufe höher. Was halt mir bitte schön aus? Das ist so unnormal. Also ich brauche definitiv stärkere Waffen. Das geht gar nicht. Das geht echt nicht. Jetzt gib mir wenigstens eine Lanze. Oh, du Penner! Mann! Ich bin gleich waffenlos. Ich will doch zum Aufzug. Also, wir müssen auf jeden Fall definitiv zum orangen Aufzug und weiß ich nicht, notfalls laufe ich hier durch, wenn es anders nicht geht. Aus. Oder ist was zum Lesen? Da kommen hier Leichen einfach raus.
Warum? So, sehr, sehr konzentriert. Ich habe keine Waffen mehr, das gibt's nicht. Noch Waffen, bitte, bitte Waffen. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist doch wie so ein Fluch. Das ist immer wieder, wenn man was braucht, kriegst du einen Scheißdreck. Ja, wie sollen wir das denn hier überstehen ohne Waffen, bitteschön? Ich ziehe gar nichts ab. Wie soll ich den killen? Das dauert ja 10 Jahre. Okay. Geht halt nicht anders, brauche ich einen Pilz. Das heißt, ich muss definitiv jetzt Waffen hoch tun, weil ich komme sonst nicht hier durch. Zum Glück habe ich diese zwei Pilze gehabt. Ich hätte mir vor, ich hätte diese Pilze nicht gehabt. Ja, dann wäre ich hier durchgerannt, einfach so nonstop. Einfach durchgerannt, wild. Ist halt ein bisschen schade, dass die Machete und so schnell kaputt geht. Ja, ich hätte einfach ein bisschen mehr mitnehmen sollen. Das war natürlich von mir ein logischer, dummer Denkfehler. Was ich abziehe, ich ziehe fast nichts ab. Ich ziehe fast nichts ab, das ist ja genial. Oh je, wo sind wir hier gelandet? Oh, da ist eine Kiste. Mann, warum finde ich keinen Speer oder sowas? Damit hätte ich wenigstens noch, wow, Damage gemacht. Oh, geh mir bloß weg, du hässliches Vieh. Jetzt habe ich echt keinen Bock auf das. Ich hoffe, das verfolgt mich nicht. Okay, hier geht's weiter hoch nach... nach Yokozuna. Oh, Yokozuna. Nee, da möchten wir nicht hin. Wir möchten nicht nach Yokozuna. Wir möchten nach Ebene 30 und die heißt, keine Ahnung wie, aber ist orange. So, da möchte ich hin. Ich lasse jetzt auch mal die Gegner hier ruhen. Weil solange noch die Gegner leben, werden auch keine Schakale kommen. Doch, ich kann hier dann durchlaufen, wohin ich möchte. So, ich suche nach wie vor die orangene Tür. Okay, im Hinterkopf behalten, orange. Die ist noch komplett zu. Okay. Jetzt nochmal kurz orientieren. Wo waren wir schon? Wo müssen wir hin? So, das ist zu. Das heißt, ich muss wieder zurück. Und, oder hier. Also entweder hier in diesem Geisterhaus. War das das Geisterhaus? Ich weiß nicht mehr. Entweder hier lang. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Wenn es irgendwie so ein Trap-Raum ist, dann gibt es wirklich Schwierigkeiten, weil ich kann die Gegner ja nicht besiegen. Oder schon, aber das dauert halt extrem lange. Ich hoffe, ich komme in keinen Trap-Raum. Also in einen Trap-Fallenraum. Trap heißt ja Falle. Da wollte ich doch gar nicht hin. Warum laufe ich da, wo ich nicht hin will? So, nochmal. Wir müssen... Ah, okay. Einfach jetzt links hier durch. Was ein Desaster, oder? Ich habe keine Waffen. Meine Fäuste sind scheiße. Wir haben ein schweres Leben hier. Aber ich bin mir sicher, also nach dem Boss, ich denke mal, den Boss werden wir noch irgendwie so hinbekommen. Auch vielleicht noch mit den alten Waffen. Perfekt, so ein Pilz. Ja, auch vielleicht noch mit den alten Waffen, aber dann ab Level 31 geht's bestimmt richtig hart. Aber ich denke mal, da gibt's auch wieder neue Waffen und so. Und wenn man die dann gefarmt hat und Ausrüstung und so weiter und so fort, dann wird's wieder alles viel, viel einfacher werden. Okay, was haben wir hier? Boah, das sieht doch aus wie nach einem Trap. Nee, da gehe ich nicht hin. Und da ist auch so ein Totenkopf, das heißt, man verreckt dort. Aber oben auf dem Totenkopf ist ein Schatztruhe. Nee, da gehe ich nicht hin. Das ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Wenn das tatsächlich der Weg ist, der uns dann irgendwie dahin führt, dann haben wir super schlechte Karten, weil da gibt es bestimmt ein Gemetzel. Da muss ich gucken, was ich mache. Aber wenn das nicht der Weg ist, dann werde ich
versuchen erstmal einen anderen Weg zu gehen. Aber was machst du denn hier? Wenn ich deine Axt bekommen würde. Nein. Okay, genau. Jetzt muss der eine den anderen fisten. Ah, fast. Perfekt. Das ist super geil. Das bitte nochmal. So, ich bin jetzt etwas ruhig, weil ich mich konzentriere. Es ist halt schwer ohne Waffen. Es ist wirklich super, super schwer. Nein, 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 nein. Oh. Okay, der hat jetzt nicht so viel abgezogen, aber das ist wirklich wegen meiner Rüstung. Sonst wäre ich schon längst tot. Glaubt euch, glaubt mir. Ich halte hier nichts aus ohne Ausrüstung. Absolut nothing. Okay, das ist gut. Das heißt, der ist ein Engel, den du jetzt wegfisten. Also ich muss irgendwas tun, damit ich stärker werde oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich mache so wenig Damage. Och man. Ah, jetzt ist er Naki. Nein! Was ist das? Ich habe deine Rüstung nicht bekommen. Ach, deine Rüstung, dein Dings da. Deine Waffe, das gibt's doch nicht. Ey, wir bekommen nur Scheiße. Das ist immer so, wie ich schon gesagt habe. Wenn wir irgendwie eine Waffe brauchen, kriegen wir einen Scheißdreck. Nein, wir müssen da durch. Nein. Okay. Wir haben einen Stechpilz. Wir haben hier erschöpft sein. Boah, wie soll ich das denn schaffen? Okay, ich kann's schaffen. Ich weiß auch, wie ich das vielleicht mache. Und zwar muss ich quasi die Gegner, wenn jetzt der Gegner kommen, das heißt, ich muss irgendwie schaffen, dass sie sich gegenseitig attackieren, weil ich habe keine Waffen. Mit Waffen wäre das bestimmt super einfach. Oh nee, das ist doch so eine Krütze. Warum passiert das ausgerechnet mir? Und hier liegt keine einzige Waffe. Ich habe, glaube ich, keine einzige Waffe gedroppt von den Gegnern. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich nehme den nochmal mit. Man weiß ja nicht. Oh, ich habe so richtig Schiss, da reinzugehen. Das könnt ihr mir gerade glauben, weil da kommen jetzt bestimmt 20.000 Gegner. Oh, ich will da gar nicht rein. Ach, das war's. Ich muss gar nicht kämpfen. Oh, wie geil. Dann renne ich durch. Dann renne ich durch, weil das ist definitiv der letzte Weg. Da ist eine Waffe. Geh runter, geh runter. Das ist meine Waffe. Verpiss dich. Dankeschön. Nein! Autsch. Na gut, wollen wir uns mal nicht so anstellen. Es ist nur ein Gegner. Es ist auch noch eine Bitch dazu. Ich dachte, hier kommen so irgendwelche krasse Maschinen oder so, die dann super schnell sind. Und sonst sowas von wegfisten. Aber es ist zum Glück doch nur einer. Oder eine. Bitch, fight! Okay, die haben wir weggefistet. Sehr geil. So, was war das für eine Waffe da? Eine Nagelpistole. Das ist cool. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ein neuer Bauplan. Das ist noch besser. Du Krabbe, tut mir leid. Musste ich mal auffressen. Lecker Krabbenfleisch. Ein bisschen Meeresfrüchte verzehren. Schadet nicht. So, das ist also der letzte Weg, der uns dann tatsächlich, ja, zum Orangen, zum Boss führt. So. Hihihi. Oh, ist das herrlich. Die ist eigentlich richtig gut. Die macht, glaube ich, über 100 Schaden. Allerdings ist sie bei mir gerade scheiße, weil ich sie nicht trainiert habe. Ja, man sieht, kaum trainiert. Ansonsten wäre die, glaube ich, richtig gut und stark. Diese Nadelpistole. Das ist auch schon die verbesserte. So.
Okay, zum Abschluss gibt es hier nochmal ein paar tausend Gegner. Okay, zwei Speere, das ist perfekt. Die hauen sich nämlich gegenseitig jetzt weg. Die Spaß doch. Hallo, haut euch mal gegenseitig weg, jawohl. Na, ich helfe euch ein bisschen nach. Die ist richtig gut, also man sieht, die macht Damage wie Sau noch. Wenn ich die jetzt tuned hätte, wäre richtig gut bestimmt. Nein. Ja, so kämpft man auch mit Fäusten, wenn man nichts hat. Also ich muss definitiv irgendwie die Waffen upgraden. Ich habe gemerkt, meine Waffen sind scheiße. Aber meine Ausrüstung ist super geil. Das hat sich gelohnt. Jawohl, ein Speer. Oh, wenigstens etwas. Wenigstens etwas. So, der Speer ist richtig, richtig geil. Mich wundert es, dass ich immer noch keine Formel dazu gefunden habe. Vielleicht war das tatsächlich jetzt diese Formel, die wir gefunden haben. Ja, das ist da, was wir brauchen. Das meine ich, dieser Angriff ist so geil. Ist richtig geil, dieser Angriff. Sonst haben wir nichts. Okay, wir können hier runter. Alles klar. Da ist ein Fisch. Ein Fischi. Nein, oder jetzt noch davon drei Stück. Ah, das gibt's nicht. Warum? Das heißt, ich muss die killen, um das aufzumachen. Jetzt verstehe ich es. Ah. Perfekt. Komm, nochmal so. Okay, einen habe ich. Nein, 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 nein. Nein, 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 ich will mich wegstellen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Geh weg, geh weg. Hui, aus. Oh. Alter. Das war doch super knapp. Verpisst euch doch mal. Ich muss sie da irgendwie rauslocken. Ich muss sie da rauslocken. Was habe ich? Habe ich noch irgendwas? Nee. Na komm, 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 stirb weg. Toll. Nein, 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 roll, 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 roll doch. Ah, danke. Oh, meine Ausrüstung ist gleich kaputt. Okay, einer weniger. Da waren es nur noch einer. Nein, was machst du denn? Mädchen! Jetzt benimm dich mal. Komm, wir kriegen dich. Wir kriegen dich. Wie perfekt die ziehen. Wie wenig ich abziehe, das ist unnormal. Komm, komm, stech wieder. Stech in den Boden. Nice. Und das war's, du hässlicher Vogel. Geht jetzt bitte die Tür auf, bitte. Ich halte sie nicht mehr aus. Ja, sehr geil. Und jetzt kommen hier nochmal 20 Gegner, hä? Nein, was ist das? Was ist das denn für ein Drecksteil? Hä, keine Lebensanzeige? Mann, ich möchte doch nur einfach den Aufzug finden. Also beziehungsweise hoch. Ich möchte hoch. Du hässlicher Nussknacker. Geh mal bloß aus dem Weg. Na gut, wir könnten auch ein Foto schießen zusammen. Ich und der Nussknacker. Tschüss. Okay, tatsächlich, da geht's hoch. Da geht's hoch. Und es ist die orangene Treppe. Geil, wir sind durchgekommen, nur mit Fäusten. Naja, was heißt nur? Aber zum größten Teil. Auf jeden Fall mehr als die Hälfte mit Fäusten. Nach sei... zu, keine Ahnung, habe jetzt nicht gelesen, wie das heißt, aber auf jeden Fall. Wir sind auf Ebene 30 und ich bin mir sicher, hier ist der Boss. Und ein Aufzug. Nein? Ist das euer Ernst? Das macht mir jetzt gerade Angst.
Oder? Bin ich hier richtig? Oh, okay, da ist ein Aufzug. Ich dachte aber, dass gerade so schief ging. Ah, okay. Es wird auf jeden Fall immer hart. Immer härter. Wir sind aber oben angekommen. Und glaubt mir, wenn ich die Ausrüstung nicht gemacht hätte, wäre ich überhaupt nicht so weit gekommen, weil ich habe viel eingesteckt durch die Ausrüstung. Und deswegen konnte ich auch im Leben bleiben, weil ich dann doch mit den Fäusten noch einigermaßen Schaden verteilt hatte. Zum Glück hatte ich auch noch die Pilze gehabt und so weiter und so fort. Sonst wären wir schon sowas von tot gewesen. Saigetsu. Okay, das heißt Saigetsu. Alles klar, neue Quest. Da ist er tot. Möchten wir direkt machen? Nein, natürlich nicht. Nice. Ja, wir machen die Challenge nur mit Fäusten. Jawohl, da ist Aufzug. So, sehr gut. Aber wir haben was verpasst. Wir haben also auf jeden Fall... War ich zu gastig und habe die 27 verpasst. Das ist ja krass. Wir haben wirklich... Von hier oben sind wir hier lang gelaufen. Tschick, 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 tschick. Hier lang, hier lang, hier lang und dort lang. Krass. So, hier gibt es doch bestimmt noch irgendwelche kleinen Viecher, die man farmen kann. Weil bei den Bossräumen habe ich gemerkt, gibt es immer Tiere. Hier ist zum Beispiel ein Scorpion. Was ist das? Ist das eine Gruft? Ist der Boss ein Vampir oder was? Sieht echt aus, ob der Boss ein Vampir wäre, oder? Warte mal, es gab nur eine Tür. Was gab's hier? Ach, guck mal, hier ist noch mein Comic oder irgendwas. Seite 6, Band 3. Was haben wir denn eigentlich da schon alles? Ich habe keine Ahnung. Muss man kurz gucken, was wir da schon so haben. Ach, guck mal, 3 Missionen fertig. Geil, muss ich gleich abgeben. Beast. Ach, guck mal, hier gibt es das einmal tatsächlich normal und einmal durch Premium. Ah. Haben, nicht haben. Bilderbuch. Genau, wir haben hier schon einiges freigeschaltet, allerdings noch nicht alles. Und ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Comics hier versteckt sind. Was haben wir denn hier? Okay. Ah, hier kann man unsere Stempels abchecken. Okay. Ja, ich habe wirklich sehr selten mal hier reingeschaut bei dieser meine Sammlung. Hab das soweit auch nicht wirklich verfolgt, diese Sammlung. Ich meine, was ich jetzt gefunden habe, habe ich gefunden, was nicht. Wurde irgendwie liegen gelassen. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal noch alles so einsammle. Vielleicht. Die Antwort heißt vielleicht. So, jetzt ist mal runter und gucken, was dieser eine Bauplan ist. Oder zwei. Auf jeden Fall, wir sind beim Boss angekommen. Das heißt, in den nächsten Parts, vielleicht sogar im nächsten Part sogar, gibt es einen Boss. Oder im übernächsten. Mal gucken. Weil ich muss, ich meine, ich probiere den Boss, aber wenn ich tot bin, kostet das wieder Schädel und... Oh, ich muss gucken, wie ich das mache. Muss definitiv gucken. Aber ich muss wahrscheinlich auch noch mal ein paar Waffen erstmal upgraden. Weil wir machen kaum Damage. Zumindest im Bügeleisen auf 4, weil... Ich habe auch schon eine Taktik. Ich weiß nicht, was der Boss ist, aber wahrscheinlich Zeitlupenpilz. Und... Ja, 120% mehr Schaden. Und dann die ganze Zeit auf ihn drauf. Mit dem Bügeleisen. So denke ich mir, dass ich den mache. Weiß ich nicht, ob das klappt, aber... Ich probiere es einfach mal so. Ja, das ist komisch. Wir fahren die ganze Zeit schon mit diesem goldenen Aufzug. Klar, weil wir goldener Premium-Mitglied sind oder wie das heißt, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist das neu, dass wir halt auf diesem Sofa da sitzen. Das kann sich so davor auch noch nicht. So, dann gehen wir mal und gucken uns das mal an hier. Na komm. Motopsycho. Das ist doch tatsächlich das, was ich kaufen konnte für 120.000. So, und unsere Ausrüstung ist perfekt fertig. Das heißt, wir können es sogar upgraden. Dafür brauchen wir aber Rotmetall. Ja, wir brauchen für alles mögliche Rotmetall. Also wirklich, das ist krass. Selbst für hier. Das heißt, diese Rotmetalle gibt es 100%, 100% ab Stufe 30, 31. Naja gut, nicht 30, aber ab 31. Und ja, das ist krass, was man da so daraus machen kann. Also auf jeden Fall muss ich Waffen upgraden, weil ihr seht, ich habe echt Rotz an Waffen. Nicht mal die Machete habe ich auf Plus. Muss da gucken, wo ich da was noch herbekomme für die Machete. Aber wie ich es mir gedacht habe, dass ich halt das hier
Da 5 Stück. Ah, verdammt, hätten wir doch dieses kaputte Kupferwaren mitgenommen. Ah ne, das ist ja in der Bene, glaube ich, 11 bis 20 oder so. Naja. Die kann ich mir sogar herstellen. Das ist ja toll. Die kann ich mir sogar herstellen. Wie geil. Ja, das könnte ich noch upgraden. Allerdings kann ich es nicht benutzen, weil zu wenig geschickt. Mal gucken, wie ich das hinbekomme mit dem Charakter. Ja, also gibt es auf jeden Fall noch vieles zu machen. Also für die Rüstung bin ich jetzt, glaube ich, erstmal gut geschützt. Für die nächsten paar Ebenen. Aber waffentechnisch müssen wir definitiv irgendwas machen. Ja, da würde ich mal sagen, dass der Part jetzt hier erstmal endet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Würde mich freuen, wenn ihr mich weiter begleitet bei dem Let's Play. Mein Name ist Gelato86. Ich würde mich auch sehr freuen über eine Bewertung, Kommentare, Däumchen hoch, Abo, das ganze Programm. Und wenn ihr mehr sehen wollt und auch den Boss, wahrscheinlich im nächsten Part, ja, schaltet wieder ein. Bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.